Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur gemeinsamen Pressekonferenz der Regierungsfraktionen. Thema Transparenzoffensive, Transparenzpaket. Was es konkret damit auf sich hat, welche Regelungen künftig verschärft werden, um für mehr Vertrauen und Integrität in die Politik zu sorgen, werden wir Ihnen gleich im Einzelnen darlegen. Ich darf auch alle begrüßen, die uns online zugeschaltet sind. Wenn Sie nachher noch Fragen stellen möchten, geht das selbstverständlich schriftlich unter frage@fw-landtag.de, also unter der E-Mail-Adresse frage@fw-landtag.de. Mit dabei heute selbstverständlich die beiden Fraktionsvorsitzenden der Regierungsfraktionen. Sie kennen sie. Dazu Professor Dr. Winfried Bausback, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU-Fraktion, und Alexander Holt, Mitglied des Verfassungsausschusses für die Freie Wähler-Fraktion. Und jetzt startet Thomas Kreuzer, der Vorsitzende der CSU-Fraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und wir wollen heute berichten über eine Initiative, die wir teilweise schon im Parlament eingebracht haben und teilweise einbringen werden, nämlich eine Transparenzoffensive. Dies hängt nicht nur, aber auch mit Vorgängen in der Vergangenheit zusammen, wo das eine oder andere Vertrauen der Bürger verloren gegangen ist in die Integrität der Politik. Aber dieses Vertrauen ist eben wichtig für die Politik, dass die Menschen dies uns entgegenbringen. Der erste Teil war das Bayerische Lobbyregistergesetz, das wir heute verabschieden wollen, in zweiter Lesung im Plenum, wo wir festgelegt haben, eine Registrierungspflicht für Interessenvertreter und die Einführung eines exekutiven und legislativen Fußabdrucks. Dies kommt heute zu Ende, dieses Projekt. Und das andere wollen wir mit dieser Pressekonferenz starten. Wir wollen, um Interessenkollisionen mit der Mandatsausübung zu verhindern, die Integrität der Abgeordneten stärken durch eine Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes und durch eine Änderung des Bayerischen Ministergesetzes und eine Initiative, die wir in Richtung Berlin zur Änderung des Straftatbestands der Abgeordnetenbestechung insgesamt starten wollen. Es geht dabei um mehr Transparenz, was heißt, Einkünfte aus Nebentätigkeiten sollen betragsgetreu veröffentlicht werden, sodass die Bevölkerung hierfür einen Überblick hat. Und die zweite Säule ist, und ich führe dies nicht im Einzelnen aus, weil es ja dann die Kollegen machen werden, die zweite Säule ist klare gesetzliche Regelungen, um Interessenkonflikte mit dem Abgeordnetenmandat zukünftig zu verhindern. Wir wollen aber auch, ich sage dies klar, dass Nebentätigkeiten weiter erlaubt sein müssen, wo diese Interessenkonflikte eben nicht vorliegen. Denn es geht ja darum, dass wir auch Selbstständige gewinnen können für das Amt des Abgeordneten. Und wir müssen ja immer sehen, man muss ja damit rechnen, wenn man gewählt wird, dass man nach 5 Jahren nicht wieder gewählt wird. Und wenn man dann beispielsweise Rechtsanwalt ist oder eine Arztpraxis betreibt und wäre gezwungen, dies ganz aufzugeben, also sprich den Laden dicht zu machen oder zu verkaufen, dann wäre natürlich die Gefahr groß, dass sich selbstständige, gewerbetreibende Handwerker überhaupt nicht mehr bereit erklären, ein Abgeordnetenmandat anzunehmen. Und dies wollen wir nicht, denn wir wollen ja, dass das Parlament ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und dass alle Berufsgruppen in der Lage sind, dies zu tun. Wir haben eine Karenzzeitmöglichkeit beim Ausscheiden aus der Staatsregierung geschaffen. Auch hierauf wird im Einzelnen noch eingegangen werden. Ich sage, dieses Gesetz ist das weitgehendste, das es in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Es ist wesentlich besser als das, was der Bund jetzt geregelt hat. Wir regeln die Dinge auch im Abgeordnetengesetz und vertrauen nicht oder setzen nicht darauf, dass wir im Abgeordnetengesetz möglichst wenig regeln, dass aber jede Fraktion noch ein Fraktionsstatut machen muss, damit dies eine runde Sache wird, sondern wir glauben, dass wir abschließend im Abgeordnetengesetz für alle Abgeordneten dies insgesamt regeln können. Und deswegen sind wir auch sehr zufrieden zum weiteren Fortgang. Wir haben uns
intern verständigt. Wir waren uns weitgehend einig, aber einzelne Dinge gibt es dann immer zu besprechen, wo man dann noch schärfen muss. Und wir wollen jetzt dann auf die anderen Fraktionen zugehen, weil wir natürlich schon Wert darauf legen würden, dass, wenn es irgendwie möglich ist, wir möglichst parteiübergreifend zwischen den demokratischen Fraktionen dies einführen können. Das bedeutet, wir werden die Entwürfe jetzt dann den anderen Fraktionen zuleiten und versuchen, übernächste Woche, wenn es dann wieder der Sitzungsbetrieb weitergeht, auch mal ein Gespräch mit denen zu führen und zu schauen, inwieweit können wir das insgesamt gemeinsam machen. Und wir wollen das noch vor der Sommerpause einbringen, das ja ins Gesetzgebungsverfahren, in die ersten Lesungen, soweit gesetzliche Regelungen möglich sind. So viel von meiner Seite. Wie gesagt, ich habe jetzt nichts zu Einzelheiten gesagt. Ich gehe davon aus, Sie haben ja auch die Texte vorliegen und das werden die Kollegen tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kreuzer. Jetzt für die Freie Wähler-Fraktion der Vorsitzende Florian Streibel. Gut, meine Damen und Herren, von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht und gemeinsam diese Transparenzoffensive gestartet mit dem Lobbyregistergesetz, dem Abgeordnetengesetz, dem Ministergesetz, was wir angreifen und aufgreifen werden, und auch den Tatbestand der Abgeordnetenbestechung, um hier mehr Transparenz zu schaffen, um mehr Vertrauen also in die Politik und in die Abgeordneten auch zu generieren und herzustellen. Denn also das sind jetzt alles auch Gesetze, die uns, wie wir hier stehen, höchstpersönlich ja auch betreffen und die von den Abgeordneten hier im Haus dann auch gelebt werden müssen und gelebt werden. Und wenn man sich hier auf den Weg macht und die Diskussionen führt, was man wie verändert, man kommt dann sehr schnell vom Hundertsten ins Tausendste und es ist eine äußerst komplexe Materie. Allerdings muss ich auch hier sagen, auch wenn es in der Vergangenheit Vorkommnisse gab, die hier Auslöser, Mitauslöser waren, also das Abgeordnetengesetz muss man natürlich auch immer wieder auf den Prüfstand stellen, bedeutet es nicht, dass wir hier ein generelles Misstrauen gegen unsere Kolleginnen und Kollegen hätten oder unter Generalverdacht stellen, sondern wir wollen hier auch besonders betonen, dass jeder einzelne Abgeordnete hier im Haus eine gute Arbeit leistet, höchst ehrenwert ist und fleißig ist und dass es halt bedauerlicherweise immer wieder auch zu Problemen gibt, die dann kommen, die das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erschüttern. Aber deswegen muss man hier auch dann nachschärfen, um auch die Möglichkeiten genau einzugrenzen, was zu tun ist. Aber was für uns auch wichtig ist, dass wir uns die Frage stellen, was für ein Parlament und Parlamentarier wollen wir denn auch haben? Und wir wollen kein Beamtenparlament haben oder wo nur von Angestellten, sondern es sollen auch Gewerbetreibende, Freiberufler, Selbstständige, Unternehmer sollen auch im Parlament vertreten sein als Spiegel dieser Gesellschaft. Und da muss man natürlich auch die Möglichkeit schaffen, dass Nebentätigkeiten erlaubt sind, dass jemand in seinem angestammten Beruf weiterarbeiten kann und auch den ausüben kann, denn das ist fürs Parlament lebensnotwendig, dass dieses Wissen und diese Expertise von den Menschen, die aus der Arbeitswelt und Arbeitswirklichkeit hierher kommen, dass die auch in dieses Haus mit einfließen und hier auch in den Gesetzgebungsverfahren, in den Diskussionen berücksichtigt werden. Und von so her müssen Nebentätigkeit grundsätzlich möglich sein, aber der Bürger hat auch ein Recht darauf zu wissen, was für Nebentätigkeiten sind es und was verdient man dabei. Und das ist jetzt maximalst geregelt und es ist wirklich das schärfste Gesetz, das wir in der Bundesrepublik Deutschland diesbezüglich haben. Und man muss alles offenlegen und manche Dinge sind dann auch untersagt, wo es möglich sein könnte, dass ein Abgeordneter dann durch seine Tätigkeit korrumpiert werden würde. Also von so her haben wir hier starke Fesseln angelegt, aber nicht so stark, dass man nicht mehr keine Nebentätigkeit mehr machen kann. Und von so freue ich mich auch, dass wir das hier gemeinsam im Konsens der Regierungsfraktionen einbringen können. Aber ich freue mich dann auch, wenn wir die anderen demokratischen Fraktionen hier vielleicht auch mit aufs Board kriegen und dass wir das dann als großen gemeinsamen Aufschlag hier im Bayerischen Landtag dann einbringen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Streibel. Jetzt kommen wir zu den Details der einzelnen Regelungen. Und da startet jetzt Professor Dr. Winfried Bausbach. Ja, vielen Dank. Wie schon ausgeführt, geht es zum einen um Transparenz. Aber es geht eigentlich um wesentlich mehr noch. Es geht darum, dass wir das Vertrauen der Bevölkerung in die Parlamentarier und in das Parlament stärken und erhalten. Und es geht darum, dass wir die Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung im Parlament, die Unabhängigkeit, die Freiheit der Abgeordneten schützen und dass wir schützen die redliche und engagierte Arbeit der ganz überwiegenden Zahl von Kolleginnen und Kollegen. Dazu haben wir jetzt ein Paket zusammengestellt, was allein mit dem Begriff der Transparenz nicht vollständig erfasst ist, sondern es ist ein Transparenz- und Konfliktausschlusspaket. Ich möchte beginnen mit den Regeln des Abgeordnetengesetzes, des Entwurfs zum Abgeordnetengesetz. Wir haben hier zwei Säulen vorgesehen. Das eine in der Tat die Transparenz. Wir wollen die Transparenz vom ersten Euro anstelle des bisher geltenden Stufenmodells. Und um ein Detail zu nennen, wir wollen auch, dass zum Beispiel Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaft künftig bereits ab 5% und nicht erst ab 25% Anteil der Gesellschaftsanteile offengelegt werden. Auch das ist, glaube ich, ein Detail, was aufzeigt, dass wir hier ganz stark auf diese Säule der Transparenz setzen. Aber wir setzen eben auch darauf, dass wir Nebentätigkeiten grundsätzlich zulassen, das ist auch verfassungsrechtlich gesichert, aber dass wir Interessenkonflikte und schon den Anschein von Interessenkonflikten ausschließen. Und dazu sind dann die Regeln im Einzelnen gedacht. Wir haben zum einen den Ausschluss eines Lobbyismus, das Verbot eines Lobbyismus im engeren Sinne, das heißt die Einflussnahme auf die Normsetzung auf der Ebene des Freistaats, seiner Behörden und Organe und im übertragenen Wirkungskreis dort, wo die Fachaufsicht des Freistaats greift, auch auf der Ebene der Gemeinden und Gemeindeverbände. In der zweiten zentralen Bestimmung geht es um die Geschäftsbesorgung für Dritte. Hier sieht der Artikel 7 Einschränkungen vor, um dort, wo wir als Abgeordnete über das Parlament und über unsere Tätigkeit einen besonderen Einfluss haben, wo wir eine besondere Zugangsmöglichkeit, eine besondere Autorität haben, um dort Grenzen zu setzen. Beispielsweise darf künftig kein Rechtsanwalt, keine Rechtsanwältin für Dritte gegenüber von Landesämtern oder gegenüber den Staatsministerien auftreten, weil wir mit diesen Ministerien und Landesämtern natürlich auch als Abgeordnete immer wieder Kontakt haben, um Anliegen der Gesetzgebung oder von Einzelpetenten durchzusetzen. Das ist Teil unserer Abgeordnetentätigkeit und deshalb kann es nicht sein, dass man das zum Gegenstand von Geschäftsbesorgungsverhältnissen entgeltlicher Art macht. Das Auftreten vor den unabhängigen Gerichten ist davon natürlich nicht eingeschränkt. Wir verbieten im Artikel 8 den Verkauf, die Vermittlung von Immobilien, Waren, Dienstleistungen gegen Entgelt für Dritte an den Freistaat Bayern. Vielleicht ein Beispiel: Provisionen für die Vermittlung von Waren und Dienstleistungen an den Freistaat, Immobiliengeschäfte für Dritte gegen Provisionsentgelt sind damit ausgeschlossen. Im Artikel 9 ist geregelt das Verbot von Eigengeschäften, wenn der Abgeordnete, die Abgeordnete für sich selbst tätig wird, mit den Organen und Behörden des Freistaats Bayern. Ausgenommen davon natürlich sind alle Ausschreibungsverfahren, alle Vergabeverfahren, denn die sind rechtlich sehr stark geregelt und dienen und unterliegen umfassenden Regeln des Konkurrenzschutzes und auch
Geschäfte unter einem bestimmten Schwellenbetrag sind davon ausgenommen, weil es eben so ist, dass ein Unternehmer, der ins Parlament kommt, natürlich auch in seinem Bereich nach wie vor tätig ist. Er soll nur seine Parlamentstätigkeit eben nicht mit der beruflichen Tätigkeit vermengen. Artikel 10, meine Damen und Herren, untersagt den Abgeordneten die Annahme von Honoraren für Vorträge und Reden im Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Im Bundesbereich ist das ja auch ein Thema gewesen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gesundheitspolitiker, ein führender Gesundheitspolitiker für Vorträge vor bestimmten Pharmaunternehmen Geld bekommt und dabei die gesundheitspolitischen Positionen zum Beispiel der SPD vorstellt, dann ist das sicherlich Teil seiner Abgeordnetentätigkeit, aber es ist natürlich dann nicht in Ordnung, wenn er dafür ein Honorar in Höhe von 4 oder 5 Stellen bekommt. Und deshalb haben wir auch hier eine Beschränkung aufgenommen. Ganz wichtig ist, dass nicht nur aus verfassungsrechtlichen Gründen, sondern aus politischen Gründen wir die Erfahrung von Unternehmern, von Selbstständigen, von Landwirten, die brauchen wir im Parlament genauso wie die Erfahrung aller anderen auch. Wir können das Parlament für solche Berufsgruppen aber nicht offen halten, wenn die ihre Existenz aufgeben müssen. Denn das wäre übrigens auch eine Gefahr dann für die Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung. Wenn ein Abgeordneter auf Gedeih und Verderb von der nächsten Aufstellung der Wiederwahl abhängt, dann wird er auch in seiner Freiheit der Entscheidungsfindung eingeschränkt. Und deshalb gehen wir einen sehr differenzierten Weg. Wir beschränken mögliche Interessenkonflikte, auch den Anschein von Interessenkonflikten, aber die Möglichkeit, eine Existenz weiterzuführen oder neben dem Parlament zu haben, die wird nicht beschränkt. Und das ist meines Erachtens auch völlig richtig und wichtig. Deshalb war das auch gar keine einfache Aufgabe, eine solche Regelung zu entwerfen. Ich glaube, Herr Fraktionsvorsitzender, lieber Thomas Kreuzer, wir haben eine der intensivsten Diskussionen innerhalb unserer Fraktion geführt und ich glaube, wir sind mit einem sehr, sehr guten Vorschlag dann auf unseren Koalitionspartner zugekommen und ich möchte mich auch an der Stelle, Herr Fraktionsvorsitzender, Herr Vizepräsident, für das gute und konstruktive Miteinander dann im Austausch bedanken und ich freue mich persönlich sehr, denn Vizepräsident Holt ist ja ein anerkannter Jurist, dass Sie, Herr Vizepräsident, dann auch von der juristischen Prüfung her die allermeisten unserer Vorschläge quasi unbesehen für gut, nicht unbesehen, aber besehen für gut empfunden haben. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Wir haben dann das Bayerische Ministergesetz, die Frage der Karenzzeit, der Anzeigepflicht nach Ausscheiden aus dem Kabinett und einer möglichen Untersagung, wenn hier Untersagungsgründe vorliegen, mit aufgegriffen und sind auch hier zu einer guten Lösung gekommen. Für eine Maximalzeit von 24 Monaten ist eine Anzeigepflicht gegeben und kann auch bei entsprechenden Gründen eine Tätigkeit untersagt werden. Auf der Bundesebene haben wir den Tatbestand der Abgeordnetenbestechung. Hier hat es auf Bundesebene ja schon eine Verschärfung gegeben. Wir haben hier aber den Wunsch, dass die Staatsregierung hier auf Bundesebene den Tatbestand noch etwas nachschärft. Ein Tatbestandsmerkmal im Auftrag oder auf Weisung soll entfallen, was zu Problemen in der Anwendung führen könnte. Und wir wollen eine ausdrückliche Anknüpfung an die Verletzung von Rechten und Pflichten als Mandatsträger. Das wäre es zu den Einzelheiten. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei den Kollegen bedanken für das gute Miteinander in der Diskussion. Und auch wenn die jetzt hier nur vielleicht virtuell zuschauen, bei den Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in meiner Fraktion,
Ich habe noch nie eine so spannende, aber auch so tiefgehende und komplexe Diskussion innerhalb meiner Zeit im Landtag erlebt, wie innerhalb unserer Fraktion zu diesem Thema. Und damit möchte ich es auch bewenden lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Bausbach. Und jetzt für die Freie Wähler-Fraktion Alexander Holt. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir dürfen uns natürlich nichts vormachen. Die jüngsten Affären im Zusammenhang mit Beschaffung von Masken, fragwürdige Beraterhonorare, haben natürlich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik massiv erschüttert. Und wenn ich sage in die Politik, dann sind wir da schon am Knackpunkt. Wir müssen einfach Sorge dafür tragen, dass Fehlverhalten von Einzelnen letzten Endes nicht die Glaubwürdigkeit aller Politiker durchschlägt. Für uns war daher von vornherein klar, dass es nicht allein damit getan ist, jetzt für mehr Transparenz zu sorgen, sondern dass wir vor allem zuallererst mal, das ist die erste Stufe des Ganzen, dafür sorgen müssen, dass das Mandat eben nicht missbraucht werden kann für berufliche oder geschäftliche Vorteile. Und da sind wir nicht sofort in dem Spannungsfeld, das haben die Vorredner alle schon beschrieben, das Spannungsfeld, dass wir eine hohe Verantwortung auch dafür haben, dass unser Parlament ein Spiegelbild der Gesamtbevölkerung bleibt und dass nicht für manche Berufsgruppen, für Selbstständige insbesondere, von vornherein ein Engagement hier ausgeschlossen ist, weil sie sagen, das kann ich nicht damit vereinbaren, meinen Betrieb zum Beispiel weiterzuführen. Ich glaube auch, und das ist unser Selbstverständnis, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass wir alle Bevölkerungsgruppen, alle Berufsgruppen hier vertreten haben. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn der Abgeordnete abends im heimischen Stadion ist, wer am Samstag in der elterlichen Backstube steht und Ähnliches. Ich glaube, dass der sich viel leichter reinversetzen kann in die Bedürfnisse der Bevölkerung und dass es sicherlich der bessere Abgeordnete vielleicht sein kann als derjenige, der eigentlich keinem bürgerlichen Beruf vorher nachgegangen ist. Es ist aber auch relativ schnell klar geworden, dass ein Ehrenkodex und ähnliche Dinge nur dazu führen, Abgeordnete unter Generalverdacht zu stellen. Auch die ganzen Ehrbaren sind ja doch nur Einzelfälle gewesen. Aber dass sie nicht in der Lage sind, natürlich schwarze Schafe davon abzuhalten, kriminell tätig zu sein. Deswegen ganz klar, unmoralische Geschäftemacherei mit der Nähe zum Mandat, mit der Nähe zu Regierenden müssen unmöglich gemacht werden. Und wir sind sehr froh, dass wir da jetzt ein Gesamtpaket im Grunde vorlegen. Aus unserer Sicht muss das Ganze 5 Säulen haben. Die erste Säule ist das Lobbyregistergesetz, das wir heute in zweiter Lesung hier verabschieden. Und ich glaube, da kann man ohne extra stolz zu sein, ohne weiter sagen, das ist der Maßstab in Deutschland für ein Lobbyregister, ganz eindeutig. Das geht viel weiter als irgendein anderes Lobbyregistergesetz. Das ist umfassend, das ist wirkungsvoll und das ist trotzdem praktikabel. Und die anderen, die nächsten 3 Säulen, die bringen wir jetzt heute hier auf den Weg, eben mit der Änderung des Abgeordnetengesetzes, mit klaren Regeln, insbesondere für Geschäfte mit dem Staat, mit klaren Transparenzregeln. Transparenzregeln, die übrigens so weit gehen, wie sonst nirgends, die auch so weit gehen, wie sonst nirgends in unserer Gesellschaft. Es gibt keinen Handwerksmeister, es gibt keinen Journalisten, es gibt keinen Unternehmer, der alles offenlegen muss. Es gibt niemanden, der jetzt in Zukunft so gläsern ist, so transparent ist, wie ein bayerischer Landtagsabgeordneter. Das, glaube ich, ist auch eine ganz klare Botschaft heute. Und da muss man aus meiner Sicht natürlich schon auch sehen, dass das im Grunde auch eine Vorleistung des Parlaments ist. Ja? Eine Vorleistung von Abgeordneten, die sich für unsere Allgemeinheit einsetzen und die, glaube ich, teilweise diesen Weg jetzt schon erst einmal mit etwas Schlucken mitgehen. Aber die sagen, ja, wir machen das, wir sind durchgehend transparent, aber Vorleistung sage ich deswegen, wir erhoffen uns damit natürlich, dass da keine Neiddebatte, keine Missgunstdebatte entsteht, sondern dass ganz klar einfach wahrgenommen wird, das ist der Versuch zu sagen, ja, wir haben bayerische Abgeordnete, bayerische Regierungsbeteiligte, wir haben nichts zu verbergen. Punkt. So viel davor ab zu den einzelnen Regeln hat Kollege Bausbach schon so gut wie alles gesagt. Ich glaube, ich brauche auf die Einzelheiten erst dann einzugehen, wenn Sie noch Nachfragen haben. Eine Kleinigkeit vielleicht noch dazu. Wir haben auch noch, was jetzt bezahlte Tätigkeit für Dritte betrifft, noch so eine Art Chinese Wall bei Geschäften mit der öffentlichen Hand mit eingebaut. Das heißt, wer irgendwo, also klassische Beispiel, jemand ist irgendwo als Geschäftsführer tätig,
Er muss Sorge dafür tragen, dass Geschäfte mit der öffentlichen Hand nicht mit ihm zu tun haben. Eine Bürogemeinschaft zwischen zwei Anwälten, theoretisch denkbarer Fall. Zwei Anwälte und einer davon macht eben Beratungsgeschäfte oder macht überhaupt Rechtsgeschäfte mit dem Freistaat Bayern. Da muss Sorge dafür getragen werden, dass der Abgeordnete überhaupt keinen Zugriff darauf hat, durch organisatorische und technische Maßnahmen und Möglichkeiten. Das ist vielleicht so das Einzige, was inhaltlich aus meiner Sicht gerade noch zu ergänzen ist. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei beiden Fraktionen bedanken. Es ist nicht für alle Abgeordneten immer so einfach gewesen. Da gibt es Bedenken, da gibt es Berufsgruppen wie die beratenden Berufe, für die das natürlich schon auch immer einhergeht mit einer Gratwanderung. Wo verletze ich wiederum Pflichten meinen Mandanten gegenüber? Wo verletze ich gesetzliche Pflichten? Und deswegen ist es Gesetz, glaube ich, ist wunderbar umfassend geworden, aber es ist kein leichter Weg dahin gewesen, obwohl wir uns in den Zielen immer einig waren, obwohl wir uns auch, glaube ich, in den einzelnen Regelungen sehr einig waren, aber was gerade noch zulässig ist, was wir zumuten können, das ist doch intensive Geschichte gewesen. Ich möchte ganz ausdrücklich auch für die Gespräche danken, die waren wirklich außergewöhnlich konstruktiv, weil wir uns im Ziel immer einig waren. Es hat sich auch alles, was wir im März schon im Eckpunktepapier, wir hatten eine interne Diskussion, genau wie die CSU-Fraktion, was wir in unserer internen Diskussion in ein Eckpunktepapier bezüglich Abgeordnetentransparenz schon im März gefasst haben, hat sich alles in diesem Gesetzentwurf zum Abgeordnetengesetz wiedergefunden. Diese Neuregelung der Karenzzeit für ausscheidende Regierungsmitglieder ist Gegenstand unseres Eckpunktepapiers. Da sind wir auch sehr froh, dass die CSU-Fraktion das so mitgeht, genauso wie letzten Endes die Verschärfung der Regelung zur Abgeordnetenbestechung. Auch das kommt aus unserem Eckpunktepapier, ist aber auf keinerlei Widerstand gestoßen. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Ja, ich glaube, das soll es für einen Moment einfach mal sein. Die Botschaft, die mir zumindest sehr wichtig wäre, sowohl beim Lobbyregistergesetz als auch jetzt, was die Regelungen für Abgeordnete betrifft, das ist wirklich der Maßstab, glaube ich. Niemand kann auch irgendwo nur einen kleinen Teil finden, wo man sagt, naja, da habt ihr halt das übernommen, was andere gemacht haben. Da habt ihr das übernommen, was der Bund geregelt hat. Nee, wir sind umfassend. Ab dem ersten Euro Transparenz, jeder einzelne Euro an Einkommen ist offen zu legen, ist erstmal der Präsidentin anzuzeigen, ist dann auch offen zu legen und wirklich alle diese Geschäfte, bei denen letzten Endes eine Interessenskollision vorliegen könnte, sind im Grunde ausgeschlossen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Alexander Holt. Jetzt kommen wir sehr gerne zu Ihren Fragen. Wir haben in der Mitte zwei Mikrofone. Dann bitte einfach jeweils zu einem der Mikrofone gehen. Der erste, der sich gemeldet hatte, war Arne Wilsdorf vom BR. Ja, ich hätte zwei Fragen. Die erste ist, nun ist es ja doch nicht gelungen, Immobiliengeschäfte auf der kommunalen Ebene etwa Anwälten zu verbieten. Aber das ist doch die große Mehrheit der Geschäfte. Also sozusagen bei Bauangelegenheiten da zu beraten, tätig zu werden und auch Provisionen bei Grundstücksvermittlungen möglicherweise zu kassieren. Wie bewerten Sie das? Und das Zweite wäre, welche Sanktionen drohen eigentlich bei Verstößen? Vielleicht können Sie da mal detailliert Auskunft geben. Danke. Herr Bausbach möchte gerne antworten. Genau. Ja, Herr Wilsdorf, in der Tat, zunächst mal zu den Sanktionen. Die sind naturgemäß am Ende der materiellen Vorschriften geregelt. Zum einen ist es so, dass die Erlöse aus einem unzulässigen Geschäft, Erwerb an die Staatskasse abzuführen sind. Und im Übrigen kann ein Ordnungsgeld bis zur Hälfte der jährlichen Abgeordnetenentschädigung von der Präsidentin verhängt werden. Also es ist es ist kein zahnloser Tiger. Da sind durchaus Zähne bei den Regelungen dabei. Was jetzt die Frage der Einbeziehung der kommunalen Ebene angeht. Wir haben das schon in der fraktionsinternen Diskussion sehr intensiv überlegt. Wir haben uns da auch fachlichen Rat der zwei Staatsministerien für Justiz und Inneres eingeholt. Und es ist eben so, ohne auf die Einzelheiten eingehen zu wollen,
dass es verfassungsrechtlich hier eben auch Grenzen gibt. Zudem, also deshalb ist die ebenenübergreifende Regelung in der Regel verfassungsrechtlich bedenklich. Die Regelung, die Einbeziehung der kommunalen Ebene im Artikel 6, dem Verbot der Lobbytätigkeit im engeren Sinne, im übertragenen Wirkungskreis, ist damit zu begründen, dass hier die Fachaufsicht des Freistaats Bayern greift. Aber rein praktisch ist es so, dass sehr viele unserer Kolleginnen und Kollegen ja auch im ehrenamtlichen kommunalen Mandat sind. Und da gilt ja eine ganz eigene Bestimmung. Sie dürfen dann gegen die Gemeinde, in der Sie Verantwortung tragen, ehrenamtlich ja ohnehin nicht auftreten, zum Beispiel als Rechtsanwalt oder Steuerberater. Insoweit haben wir hier schon eine ergänzende Regelung, aber es ist so, dass wir haben das geprüft, aber verfassungsrechtlich waren hier die geschilderten Risiken so groß, dass man in der Ebene geblieben sind. Und das ist ja auch Gegenstand unserer Tätigkeit als Parlamentarier, dass wir vor allem auf unserer Ebene im Parlament und im Rahmen unserer Aufgaben tätig waren. Alexander Holt würde noch ergänzen zu beiden Fragen. Ja, nur ganz kurz, griffige Ergänzung aus Sicht von jemandem, der sowohl Stadtrat ist, kommunal also tätig, ehrenamtlich, als auch hier im Landtag. Wäre ich jetzt zum Beispiel Rechtsanwalt, dann käme das Problem, wie Sie sagen, zum Tragen. Aber es geht ja darum, wirklich, kann das Landtagsmandat missbraucht werden? Und wenn ich jetzt jemanden vertritt gegenüber der Gemeinde, profitiere ich denn da mehr davon oder profitiere ich davon, dass ich Landtagsabgeordneter bin? Oder ist es nicht viel mehr hilfreich, dass ich die Stadtverwaltung in- und auswendig kenne, dass ich dort die Ansprechpartner kenne und dass es heißt, da kommt der Stadtrat X oder Y und dann erreiche ich eher was. Ich glaube, der Anknüpfungspunkt kann da nicht das Landtagsmandat sein, sondern der Anknüpfungspunkt ist das kommunale Mandat und in das können wir hier natürlich letzten Endes nicht reinregieren. Ja, in dem Moment, wo ich natürlich die Grenze zur Korruption überschreite, habe ich selbstverständlich die strafrechtlichen Möglichkeiten, die da gegeben sind. Aber es geht nur darum, können wir hier wirklich, was die Abgeordnetentätigkeit betrifft, ich glaube, wir sind da extrem weit gegangen, wir haben da ganz lange darüber diskutiert. Wir haben ja tatsächlich auch die kommunalen Behörden sind ja teilweise mit drin, soweit sie eben als staatliche Behörde tätig waren. Also wenn Sie bei einer kreisfreien Stadt ja, die Stadtverwaltung haben, soweit die im übertragenen Wirkungskreis zuständig ist, haben Sie tatsächlich das Verbot. Aber wir können natürlich nicht in die kommunale Selbstverwaltung hineinregieren. Und wie gesagt, da ist vielleicht die Einflussnahme aufgrund kommunaler Verbindungen auch viel wertvoller als diejenige, dass jemand Abgeordneter ist. Die nächste Frage kam von Uli Bachmeier. Direkt hinter Ihnen ist auch ein Mikro. Ja, ich wollte jetzt noch mal fragen, wie weit es denn da jetzt geht, zum Beispiel eine Sozietät, zum Beispiel eine Unternehmensberatung. Wenn eine Unternehmensberatung jemanden gehört, der mehrere Mitarbeiter hat und diese Unternehmensberatung berät, Unternehmen, die mit dem Staat Geschäfte machen. Darf diese Unternehmensberatung das fortsetzen, wenn der Abgeordneter ist, oder darf sie es nicht? Beziehungsweise das Gleiche für eine Sozietät. Herr Holz, Sie haben es erwähnt, wenn da zwei oder mehrere Partner drin sind. Ich habe Sie so verstanden, dass das dann innerhalb der Sozietät zu trennen ist. Könnten Sie das noch bitte präzisieren? Die Frage geht jetzt zunächst an Herrn Holt. Sehr gerne. Ja. Also da ist teilweise nicht zu unterscheiden, um welche Art von Geschäften geht es denn. Sie sagen, es ist Beratungstätigkeit. Und um welche Rechtsform geht es letzten Endes. Interessensvertretung für Dritte darf ich generell eben nicht, das ist im Artikel 7, darf ich grundsätzlich nicht ausführen. Und wenn Sie in einer Sozietät sind, das ist dann der 8 Absatz 2, da muss ich das Ganze tatsächlich
ich kann natürlich kein Berufs-, andersrum gesagt, ich kann natürlich nicht vom Landtag aus ein Berufsverbot gegenüber Dritten erteilen. Ja, aber das Mitglied des Landtages hat dafür Sorge zu tragen, das ist im 8 Absatz 2, dass es letzten Endes sowohl organisatorisch als auch technisch als auch wirtschaftlich getrennt wird. Das kommt jetzt darauf an, was für eine Art von Rechtsform das letzten Endes ist. Eine Beratungsgesellschaft ist es durchaus durchführbar, dass solche Tätigkeiten dann ohne jegliche Mitwirkung, sowohl was die Beratung betrifft, als auch natürlich was die Entlohnung betrifft, des jeweiligen Abgeordneten durchgeführt wird. Das ist das, was verfassungsmäßig zulässig ist. Wie gesagt, das Berufsverbot gegenüber Dritten, da würde uns dieses Gesetz um die Ohren fliegen. Genau, Herr Bausbach würde... Genau, Herr Bausbach ergänzt sehr gerne noch. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie mich jetzt wieder für zu weitschweifig halten, Herr Bachmeier. Aber es ist halt recht komplex. Wir müssen unterscheiden. Wenn Sie den Artikel 6 anschauen, um in Ergänzung zum Kollegen Holt, wer Lobbyismus im engeren Sinne betreibt, wer das alleine macht, darf es nicht mehr. Also die Einflussnahme auf die Gesetzgebung, auf Normsetzung, auch durch oberste Landesbehörden, ist für einen alleine ausgeschlossen. Wenn jemand jetzt Mitglied einer Sozietät ist, die zum Beispiel bei einem Gesetzgebungsverfahren, das in Bayern allerdings selten vorkommt, Vorschläge macht, dann kommt es darauf an, wenn diese Sozietät, diese Unternehmensberatung überwiegend diese Interessenvertretung im Sinne des Lobbyismus im engeren Sinn macht, dann muss der Abgeordnete, die Abgeordnete sich aus diesem Bereich zurückziehen. Wenn es nicht überwiegend ist, überwiegend 50%, wenn es unter 50% ist, also nehmen Sie an, eine große Rechtsanwaltskanzlei mit 1000 Anwälten weltweit, dann muss er eine sogenannte Chinese Wall einziehen. Das heißt, er muss in der Organisation dafür Sorge tragen, dass er keinen Einfluss und keine Berührung mit dem Thema hat. Und dann geht es um die weiteren Bestimmungen, die der Kollege Holt aufgegriffen hat, in Artikel 7 und 8, die Interessenvertretung, die entgeltliche. Da haben wir klare Regelungen, die auch dann im Artikel 8 die Beteiligungssituationen angehen. Aber der Lobbyismus im engeren Sinne ist im Artikel 6 geregelt. Und da haben Sie diese klare Regelung. Bis 50% Chinese Wall und alles, was über 50% geht von dieser Beratungsgesellschaft, dann muss man sich entscheiden. Warum? Weil ich nicht auf beiden Seiten tätig sein kann. Ich kann nicht auf der einen Seite Entscheidungsträger sein als Abgeordneter, Entscheidungen unmittelbar treffen und auf der anderen Seite Dritte im Rahmen dieser Entscheidungsfindung im Sinne einer Interessenvertretung im engeren Sinne dann befördern. Ich muss mich dann für eine Seite entscheiden. Entweder ich bin Lobbyist oder bin Abgeordneter. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Ich habe jetzt Stefan Mack, Antenne Bayern, bitte. Eine Frage an die beiden Fraktionschefs. Herr Kreuzer, Sie hatten das schon angesprochen, am liebsten wäre Ihnen eine interfraktionelle Lösung, wenn also alle mitmachen. Inwiefern wären Sie aber jetzt da noch bereit, nochmal ranzugehen und nochmal was zu ändern, wenn es die anderen wollen? Wäre das okay oder sagen Sie, das ist unser Vorschlag, macht mit oder nicht? Wir lassen natürlich unseren Entwurf nicht verwässern. Also wir wollen keinesfalls hinter dem, was wir vorgeschlagen haben, wieder zurück. Also weniger Regelungen. Es gibt ja bereits einen Gesetzentwurf, den die Grünen eingebracht haben, der aber mal knapp zusammengefasst eigentlich davon ausgeht, dass wenn Transparenz hergestellt wird, dass dies ausreicht. Unser Gesetzentwurf geht weiter. Wir haben ebenfalls die Transparenz ab dem ersten Euro, aber wir haben eben auch Verbote, beispielsweise Tätigkeitsverbote. Das haben die anderen nicht. Deswegen glaube ich eigentlich, dass wir in den Verhandlungen miteinander zurechtkommen, weil wir mehr geregelt haben als insgesamt andere. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns einigen
können. Das ist immer das Beste in solchen Fragen. Wir werden natürlich auch mit der SPD und der FDP sprechen, also allen demokratischen Fraktionen. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird. Eins muss man auch noch sagen, Gemeinde und Gemeindeverbände, an den Kollegen zur ersten Frage, die Transparenzregeln gelten natürlich immer. Ja, also wenn Sie eine Beratung machen gegenüber einer Gemeinde oder für eine Gemeinde, dann müssen Sie das genauso darlegen ab dem ersten Euro. Also das wird völlig klar, wenn Sie dies tun. Es ist was mit den Verboten, so eine Sache. Und da muss man eben sehen, es gibt den Grundsatz der Berufsfreiheit für Menschen. Und den können Sie nur einschränken, wenn es Interessenkollisionen gibt. Wenn also das Abgeordnetenmandat missbraucht wird. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich bin Abgeordneter in Kempten und vertrete irgendjemand gegen die Gemeinde X in der Oberpfalz in einer Wegestreitigkeit, um es jetzt mal so zu sagen. Ja? Das ist dann verboten, weil ich das nicht mehr darf, die Vertretung gegen Gemeindeverbände. Da wäre die Gefahr riesengroß, dass das unangemessen ist, dass wir uns richtig verstehen und dass eine solche Bestimmung dann am Ende, wenn es drauf ankommt, und das wollen wir natürlich nicht, wenn es drauf ankommt, dann von den Gerichten kassiert wird und vom Verfassungsgericht. Das bringt uns ja nichts, wenn der Erste in einem solchen Fall klagt und dann bekommt er Recht, weil der Verfassungsgericht sagt, das ist ja unangemessene Berufseinschränkung, das können wir nicht mehr mitgehen. Und deswegen haben wir das sehr wohl abgewogen. Wo ist der Interessenkonflikt da? Der ist dann da, wenn der Abgeordnete dort tätig wird, wo er auch als Abgeordneter tätig ist, nämlich auf der Landesebene beispielsweise, aber das kann man nicht übertragen auf die Kommunal- und Bundesebene, aber dort muss er transparent sein, sodass jeder dann genau sieht, was er insgesamt hier für Einkünfte hat und auch das schützt ja natürlich schon davor, dass man es insgesamt macht. So viel nochmal zu diesem Punkt. Florian Streibel dann natürlich auch noch mal zur Frage, wie man mit den anderen Fraktionen dann zusammenkommen wird. Hierzu auch ganz kurz. Unser Gesetz, das wir hier erarbeitet haben und wo man sagen, das war schon auf einem hohen juristischen Niveau, die Diskussionen, geht wesentlich weiter als alles andere, was ich von den anderen Fraktionen kenne. Also hier ist wirklich sehr umfassend und man muss dann schon die Frage stellen, wenn die anderen Fraktionen hier nicht mitmachen, weil sie schwächere Gesetze haben, dann muss man auch die Frage stellen, warum. Also von so her muss man hier mit denen in die Diskussion gehen, aber einen Rückschritt werden wir auf keinen Fall machen. Arne Wilsdorf nochmal vom BR. An den Herrn Kreuzer und an den Herrn Streibel. Sie sagen, die Transparenz wäre auf kommunaler Ebene ja auf jeden Fall da. Über die Einkünfte ja, aber die Kunden und die Geschäfte, die werden ja nicht ausgewiesen. Also man sieht dann möglicherweise genaue Summen über Mandate, aber wen der Anwalt vertritt und so weiter, das bleibt also für die Öffentlichkeit zumindest nicht zu sehen. Und damit ist die Transparenz nur insofern was wert, dass man weiß, wie viel Geld er damit nebenbei verdient. Also ich sehe da einen großen Widerspruch. Das ist natürlich richtig. Ja, es ist insofern transparent, als dass Sie die Einkünfte überblicken können in den einzelnen Bereichen. Und Sie müssen eben immer sehen, dass ein Abgeordneter aufgrund seiner Tätigkeit im Bayerischen Landtag keinen direkten Zugriff durch sein Amt hat auf eine Kommune. Und das ist der entscheidende Vorgang. Der hat dann Zugriff, wenn Dinge im Landtag entschieden werden und der hat dann Zugriff, wenn sie in den Ministerien entschieden werden, wo er als Abgeordneter die Staatsregierung beaufsichtigt. Der hat dann Zugriff. Auf eine Kommune hat er keinen. Genauso wenig, wie er einen Zugriff auf irgendeine Firma oder sonst jemand hat. Und es muss, wenn wir was verbieten wollen, doch klar sein, dass die Gefahr einer Interessenskollision durch Missbrauch des Landtagsamts erfolgt. Durch das Amt des Landtagsabgeordneten. Und wenn das nicht der Fall ist, weil er im Amt des Landtagsabgeordneten auf die Entscheidung in der Kommune X, in der Firma Y oder so überhaupt keinen Einfluss hat, keinen formalen, dann darf das nicht verboten werden. Ansonsten ist es überschießend, dass natürlich theoretisch immer jemand durch Bekanntschaft, weil er mit dem Unternehmer befreundet ist oder sonst was, Einfluss nehmen kann auf irgendeine Entscheidung. Steht auf einem anderen Blatt. Aber dieser Einfluss muss durch Missbrauch
des Amts als Landtagsabgeordneter geschehen, indem er hier Interessen vermischt. Und das Amt des Landtagsabgeordneten gibt ihm formal nicht die Möglichkeit, auf eine Entscheidung einer Kommune Einfluss zu nehmen. Das muss man ganz klipp und klar sehen. Wenn er Stadtrat ist, darf er es nicht. Dort ist ja wieder anders. Ich bin Stadtrat von Kempten. Wenn ich auch Rechtsanwalt wäre, dann darf ich niemand gegen die Stadt Kempten vertreten. Das steht in den Kommunalordnungen drin. Aber ich dürfte dann wieder, wenn ich nicht Abgeordneter wäre, natürlich eine Vertretung gegenüber dem Freistaat Bayern übernehmen. Ja, also so muss man das meines Erachtens schon einschränken. Denn es geht ja auch um ein Grundrecht. Und wenn Sie zu groß das verbieten, dann schließen Sie manche natürlich aus. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Fachanwalt für Verwaltungsrecht, um das jetzt mal so zu sagen. Ja, ja, da müssen Sie immer gegen irgendwelche Bescheide vorgehen. Da könnten Sie nie mehr Abgeordneter werden oder Sie müssen sofort Ihre Kanzlei zusperren. Und wenn Sie auch in Kempten sitzen, aber jemand gegen eine Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzburg in der Oberpfalz vertreten. Und das geht meines Erachtens zu weit. Dazu wollen jetzt alle was sagen. Fangen wir mit dem Fraktionsvorsitzenden an, mit Herrn Streibel. Zu dem Thema des Offenlegen der Mandanten mit Klarnamen. Da steht natürlich gerade bei Anwälten natürlich das Anwaltsgesetz dagegen, dass man hier, da würde man ja Mandatsverrat begehen. Ich darf den Mandanten nicht offenlegen, es sei denn, er erlaubt es mir. Das wäre ein Straftatbestand. Genauso, es gibt ja nicht nur Anwälte, es gibt auch hier im Haus Ärzte. Wenn der Arzt offenlegen muss, bei mir war der Herr Mayer und da habe ich dann ein Honorar von so und so viel abgerechnet, der würde dann sehr schnell seine Praxis schließen können, weil dann keiner mehr hingeht, weil jeder sieht dann, aha, der war beim Arzt und hat so und so viel gezahlt, das könnte ja ungefähr die und die Diagnose gewesen sein. Also das käme dann einem Berufsverbot sehr, sehr, sehr schnell, sehr ähnlich. Also von so her, man muss offenlegen, wie viel man einnimmt, man kann das dann auch eben nach Mandate machen, aber man kann nicht die Klarnamen geben von den Personen, die bei einem waren. Also wie gesagt, ein Anwalt, den ist es gesetzlich untersagt vom Bundesrecht her und beim Arzt ist es ähnlich. Und da gibt es auch noch andere Berufsgruppen, wo es wahrscheinlich auch noch ähnlich ist. Also da kommt man dann sehr schnell in den Wald und wenn dann gegen so ein Gesetz, das könnte man natürlich machen, aber das wird vor keinem Gericht Bestand und wird sehr schnell also aufgehoben werden. Das wird sicher auch Herr Bausbach bestätigen, der noch ergänzen wollte, genau wie Herr Holt. Zum einen möchte ich an der Stelle noch bemerken, dass wir schon eine Verschärfung in dem Bereich haben, weil wir die vertraglich vereinbarte Verschwiegenheitsverpflichtungen werden nicht mehr akzeptiert. Es geht nur noch um die beruflichen Verschwiegenheitsverpflichtungen. An denen kommen wir juristisch nicht vorüber. Das haben wir uns auch intensiv angeschaut. Im Übrigen würde es wirklich sehr, sehr weit gehen, in die Berufsfreiheit eingreifen. Wir müssen in Bayern vielleicht auch ein bisschen stärker noch auf die Verfassungsmäßigkeit achten. Warum? Weil wir in Bayern die Möglichkeit der Popularklage haben. Das kann irgendjemand aus der Bevölkerung, könnte zum Beispiel das Abgeordnetengesetz dadurch in Frage stellen vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof, dass er behauptet, hier wird die Berufsfreiheit von mindestens einer Person in Bayern stärker unzulässig beeinträchtigt. Deshalb ist bei uns wirklich auch der Sensus, es muss verfassungsrechtlich in Ordnung sein und auch nicht zweifelhaft sein, ist schon wichtig. Und im Übrigen hat der Fraktionsvorsitzende alles Wesentliche ausgeführt. Danke. Vielleicht noch das Schlusswort von Alexander Holt. Kollege Bausbach hat es eigentlich gerade richtig gesagt, nicht, dass ein falscher Zungenschlag reinkommt. Es ist zu veröffentlichen und anzuzeigen. Die Art der Tätigkeit, Name und Sitz des Vertragspartners und die genaue Höhe der Einkünfte. Das ist nur dann nicht zu veröffentlichen, wenn eben berufsrechtliche, also wenn eine Verschwiegenheitspflicht besteht oder ein Zeugnisverweigerungsrecht. Also natürlich kann ich nicht verlangen, dass der Psychotherapeut auch noch öffentlich macht, wen er da behandelt hat. Und genauso darf der Rechtsanwalt es nicht machen. In allen anderen Verträgen müssen Sie sogar, was Sie getan haben, veröffentlichen, Name und Sitz des Partners und die genaue Höhe des Honorars oder des Entgelts. Dann darf ich mich für Ihr Interesse bedanken. Herzlichen Dank und Sie auch wieder ans Plenum verweisen, wo ja auch das Lobbyregistergesetz gerade verabschiedet wird.